Heute geht es hoch hinaus, zumindest für den jungen Mann hier an seiner schicken Kletterwand. Aber ich springe jetzt zurück in die Werkstatt. Und das nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich, denn die Kletterwand, die ihr gerade gesehen habt, die existiert noch gar nicht, beziehungsweise nur in meinem Kopf. Ich möchte euch natürlich wie immer gedanklich ein bisschen mitnehmen, was so meine Überlegungen waren. Und die erste große Frage war natürlich, wie groß soll denn die Kletterwand werden? Das hängt natürlich ganz maßgeblich von den baulichen Gegebenheiten ab. Also es gibt eine Deckenhöhe, es gibt Türen, es gibt Fenster gegebenenfalls und so weiter. In dem Fall dieser Kletterwand jetzt hier hat sich ein Maß ergeben von ungefähr 1,20 m, 1,25 m mal ungefähr 2,50 m in die Höhe. Und der eingefleischte Heimwerker, der erkennt die Maße natürlich, dass das rein zufällig ungefähr so groß ist wie eine komplette Multiplexplatte. Und das war auch der erste Plan, das Ganze aus einer Multiplexplatte zu machen, aber trotzdem natürlich nicht am Stück, weil man das Ganze nicht transportieren kann und es ist ja unhandlich. Deswegen wollte ich das in drei Teile oder in sechs Teile, wie auch immer, zerteilen und ja, hätte das Ganze dann aus einer Multiplexplatte aber machen können. Allerdings hatte ich das Problem, dass ich das nicht unbehandelt lassen wollte, sondern ich habe dann überlegt, ob ich das vielleicht lackiere oder irgendwie anders behandle, denn die Kinder kommen da ja permanent mit Händen und Füßen ran. Und dann wird es nicht lange dauern, bis diese Holzplatte ja dreckig ist. Deswegen kam dann auch irgendwann die Überlegung, dann nehmen wir doch beschichtetes Multiplex. Und in dem Fall ja, war die Entscheidung auch sehr einfach zu treffen, denn diese beschichteten Multiplexplatten, die gibt es gerade im Baumarkt, wo ich fast immer bin, relativ günstig und auch in einem sehr schönen Maß, nämlich eben im 1,25 m Breite und nur 82,5 cm hoch. Und wenn ich davon drei übereinander lege, dann bin ich wieder bei plus minus meinen 2,50 m Höhe. Also das waren die perfekten Platten, die werde ich auch gleich noch sehen, wenn ich sie bearbeite. Und das heißt, ich muss das Ganze nicht sägen. Das hat den Riesenvorteil, dass die beschichteten Multiplex-Platten, diese Beschichtung, die platzt ja beim Sägen zumindest auf einer Seite meistens sehr gerne ab. Und ich habe auch kein wirklich gutes Sägeblatt dafür. Und genau, indem ich diese Platten verwende, erspare ich mir das Ganze einfach. Ja, das ist jetzt eine von den drei Platten. Die anderen stehen da drüben, sind aber absolut baugleich. Und die werde ich jetzt bearbeiten. Im Prinzip sind es eigentlich nur zwei relativ leichte Arbeitsschritte, aber es wird trotzdem eine ganze Weile dauern. Das erste geht relativ fix und zwar werde ich die Kanten hier anfassen, beziehungsweise mit dem Rundfräser ein bisschen abrunden das Ganze. Ich habe schon verschiedene Fräser ausprobiert und werde jetzt einen ganz kleinen Rundfräser nutzen. Ich wollte sie eigentlich erst abschrägen, einfach noch mit 45 Grad Fräser. Aber dann habe ich zwei scharfe Kanten statt eine. Das bringt also nichts. Deswegen nutze ich hier den Rundfräser. Und das mache ich in erster Linie, weil die Kanten von Multiplexplatten ja ohnehin schon scharf sind. Aber die Kanten von beschichteten Multiplexplatten, die sind noch um ein Vielfaches schärfer. Diesmal war ich schlau, als ich die gekauft habe und habe Handschuhe mitgenommen. Das letzte Mal habe ich das nicht getan. Und dann habe ich mir auf den Weg von dem Stapel bis zur Kasse im Baumarkt drei Schnittwunden sozusagen zugezogen. Deswegen unbedingt am besten mit Handschuhen das Ganze transportieren und eben dann jetzt anfassen, damit die Verletzungsgefahr nicht zu hoch ist. Und der andere Arbeitsschritt, der wird eine ganze Weile dauern, denn ich muss in jede dieser Platten 30, nein, nicht 30, 40 Löcher bohren, so dass ich am Ende 120 Löcher in diesen Platten habe. Denn ich möchte ja meine Griffe, die hier später drankommen, versetzen können. Und deswegen wird hier quasi eine Art Lochraster reingebohrt, wo ich dann die Griffe jeweils verschrauben kann oder versetzen kann, wenn ich das möchte. Dafür brauche ich aber jede Menge Löcher und die sollten möglichst gerade sein. Das Ganze sollte nicht einreißen beim Bohren und so weiter. Es wird also ein bisschen eine Herausforderung, aber ich sehe der Sache positiv entgegen und habe auch schon einen groben Plan, wie ich das Ganze mir möglichst einfach mache. Ich habe mir natürlich schon einen Plan über die Verteilung der Bohrungen gemacht. Ich brauche also in der Breite der einzelnen Platte 8 Bohrungen und auf der kürzeren Seite 5 Bohrungen, sodass am Ende 15 Bohrungen übereinander sind und 8 in der Breite und 8 mal 15 sind 120. Also das passt schon mal. Jetzt ja, will ich erstmal eigentlich überprüfen, ob meine Planung auch wirklich so funktioniert, wenn ich hier bei 8,5 die erste Bohrung setze. Und dann aller 15 cm, ob ich dann auf 8 Bohrungen komme. Eigentlich weiß ich schon, dass das funktioniert, weil ich es mir aufgezeichnet habe. Aber lieber nochmal nachgeprüft, als dann doch verbohrt. 75, 90, 105. Und jetzt sollten hier hinten noch 8,5 cm übrig bleiben. Und das stimmt auffallend. Also das funktioniert schon mal.
Und jetzt werde ich mir eine Schablone basteln, und zwar hier aus diesen Brettern, die ich noch jede Menge übrig habe, beziehungsweise geschenkt bekommen habe und gar nicht so richtig weiß, was ich damit machen soll. Aber gerade für sowas, also für eine Schablone, eignen die sich perfekt, weil die eben auch beschichtet sind und ja, super gerade, und deswegen eignen die sich dafür. So, wie auch immer. Auf jeden Fall werde ich mir da jetzt eine Schablone basteln, dass hier in genau den Abständen, wie ich es brauche, 5 Löcher für die Bohrungen sind. Und dann kann ich die immer um 15 cm weiter verschieben und einfach nur reinbohren und muss mir sozusagen nichts anzeichnen. Und die zweite Erleichterung wird sein, und ich hoffe, es ist eine Erleichterung, dass ich die drei Platten einfach übereinander lege und damit nur 40 Bohrungen habe statt 120. Wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht, denn ich kann die Platte ja nicht unter die Ständerbohrmaschine legen. Das heißt, ich werde das Ganze wahrscheinlich frei handbohren, beziehungsweise mit einer kleinen Bohrhilfe. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich habe hier auch schon eine Führung durch das Brett. Vielleicht doppel ich das Brett auch auf. Dann habe ich eine größere Führung. Ja, das ist vielleicht die beste Idee, dass das Brett mir sozusagen schon das gerade Bohren sozusagen mehr oder weniger gewährleistet. Und genau, dann habe ich noch 40 Bohrungen und eigentlich sollte das Ganze relativ schnell funktionieren. Ich muss bloß noch eine Platte finden, die ich hier unten drunter legen kann, damit ich mir nicht in meine Werkbank bohre. So, und an dieses Ende hier kommt noch ein kleiner Anschlag, also auf einer Seite von dieser Schablone, damit ich das auch immer bündig an die Bretter anlegen kann. Das muss nicht schön aussehen, das ist ja nur ein temporärer Anschlag. Das heißt, wenn dann die drei Platten hier übereinander liegen, kann ich die Schablone hier anlegen und die ist dann hier auf der Seite immer bündig mit den Platten. Und das Ganze ist auch schon im Winkel. Das werde ich natürlich trotzdem bei jeder Bohrung nochmal prüfen. Aber ja, das ist schon mal richtig ausgerichtet. Und was jetzt noch fehlt, sind eigentlich nur noch die Vorbohrungen sozusagen hier oben auf der Platte. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Ich hoffe, ihr könnt die Markierungen sehen, aber ihr seht auf jeden Fall hier meine Finger und ich zeige es euch ganz kurz. Und da seht ihr, die Markierungen sind relativ weit am Rand, aber dafür sind auf diesem Brett zwei Markierungen. Das war gar keine Absicht, sondern hat sich jetzt sozusagen positiv gefügt, dass nämlich das Brett 18 cm breit ist und die Mittelpunkte meiner Bohrung sind ja 15 cm auseinander. Das heißt, ich kriege hier eben zwei Reihen Bohrungen auf diese Schablone und muss die dementsprechend auch weniger versetzen. Das gefällt mir natürlich und ich habe jetzt überlegt, ob ich diese Schablone jetzt unter die Ständerbohrmaschine schiebe. Da müsste ich allerdings ziemlich viel aufräumen, weil daneben jede Menge Kram liegt. Deswegen bin ich faul und hatte eigentlich vor, das Ganze mit dieser Schablone zu machen, aber mir fällt gerade ein, das ist ja Quatsch, weil die nur bis 10 mm geht und ich brauche ja 12. Also muss ich wohl doch die Ständerbohrmaschine freiräumen.
Gut, dann wäre jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Wir müssen auf jeden Fall die Löcher auf einer Seite ein bisschen anfassen, damit es nicht ausbricht. Und auf der anderen Seite müssen jetzt überall Einschlagmuttern rein. Und das ist der Moment, wo diese nicht ganz leichte Kiste hier ins Spiel kommt. Denn für eine Kletterwand braucht man nicht nur eine Rückwand, sondern natürlich auch Klettergriffe und die Klettergriffe müssen auch irgendwie befestigt werden. Und ich habe zwar aus meiner früheren Kletterzeit noch ein, zwei Griffe rumliegen, aber die reichen natürlich bei weitem nicht. Deswegen habe ich im Netz geschaut und dann bei kletterbude.de mal nachgefragt, ob die Lust haben auf eine kleine Kooperation, so dass sie mir also diese Griffe jetzt hier gestellt haben. Wenn ihr günstige Griffe sucht oder Befestigungsmaterial oder irgendwas anderes, was zum Thema Klettern passt, dann schaut gerne mal bei kletterbude.de vorbei. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und genau, jetzt haben wir hier das schöne Paket und schauen erstmal, was mir eigentlich geschickt wurde. So, und da sind zum einen Schrauben für die Klettergriffe und zum anderen ein Karton mit, ja, wie schon gesagt, jede Menge Einschlagmuttern. Das sind ein bisschen mehr, als ich für die Wand brauche. Ja, und dann sind jetzt hier noch zwei Kisten drin, wo hoffentlich die Klettergurte drin sind, also davon gehe ich jetzt mal sehr stark aus. So, und bevor wir die Kiste wegschmeißen, noch ganz schnell ein Griff zu diesen Stopfen. Die haben hinten so eine Aufnahme für ein 12 mm Loch. Und jetzt schauen wir hier in die Kisten rein. Okay, und hier sind die ganzen Griffe sehr gut eingepackt, alle nochmal einzeln, damit die sich auch nicht gegenseitig dann berühren und durch die Bewegung sich dann irgendwie beschädigen. Ja, und da ist der erste Klettergriff, wie man hier schon sehen kann, eine sehr schöne Griffmulde, wo man dann also so hier reinfassen kann. Und das ist, glaube ich, für Kinder sehr, sehr gut geeignet. Und ja, so sieht das Ganze aus der Nähe aus. Und die haben alle ein bisschen eine andere Form. Ich werde die jetzt hier mal alle hinlegen. Und während ich die Griffe auspacke, falls ihr auch vorhabt, eine Kletterwand zu bauen, dann schaut doch mal bei kletterbude.de vorbei. Die haben natürlich alles Mögliche zum Thema Klettern, aber eben auch für Kletterwände das ganze Zubehör. Die Griffe sind recht günstig und es wird auch immer darauf hingewiesen, welche Schraubenlängen man dafür braucht. Ich hatte nämlich erst die falschen bestellt und wurde dann bei der Bestellung darauf hingewiesen, dass das halt für diese Griffe die falschen Schrauben sind und das wurde entsprechend korrigiert. Und zu den Preisen für die Einschlagmuttern hatte ich ja letzte Woche ein Video gemacht. Wenn euch das interessiert, dann schaut da gerne nochmal rein. Vergleichen ist wichtig, habe ich da mal wieder gelernt. Bevor ich jetzt aber die Muttern einschlage bzw. die Griffe mal probeweise ranschraube, werde ich erstmal die Kanten fräsen. Und was natürlich auch noch fehlt, ist eine sinnvolle Wandhalterung oder Wandbefestigung, denn ich möchte die Platten ja nicht direkt an die Wand schrauben, das wäre relativ unpraktisch, sondern ich habe hier vier Leisten, die ich gerade säge und die werden an die Wand richtig mit massiven Schrauben festgeschraubt und dann kann ich meine Platten auf diese Leisten draufschrauben. Das seht ihr nachher alles gleich noch im Detail, aber jetzt säge ich erstmal die Leisten. Diese Platten habe ich jetzt gerade gesägt. Das ist 18 mm Multiplex, normales, also unbeschichtet. Und das wird an die Wand geschraubt und zwar in der Reihenfolge, wie es hier liegt, aber von unten nach oben. Also die Leiste kommt ganz oben hin, gefolgt dann von der, also waagerecht. Und das ist sozusagen dann unten die Fußleiste. Und das wird natürlich genauso in dem Abstand an die Wand geschraubt, dass dann hier jeweils eine Platte draufpasst und an diesen Brettern festgeschraubt werden kann. Befestigen werde ich diese Leisten hier mit 130er Sechskantschrauben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann hält es wenigstens und fest ist besser als ab und ihr wisst Bescheid. Genau. In Verbindung werde ich hier diese Dübel nutzen. Das ist genau das gleiche Equipment, was ich auch genutzt habe beim Bau der Hochebene bei meinem Bruder vor 2 Wochen, glaube ich, also in dem Video vor 2 Wochen. Wen das interessiert, schaut es euch gerne nochmal an. Das hält auf jeden Fall. Die Schrauben sind wie gesagt 10 x 130, das heißt, ich habe jetzt hier einen 10er Bohrer und bohre jetzt erstmal auf Verdacht Löcher in die breiteren jeweils 6 Löcher insgesamt und in die kleineren 3 Löcher. Das heißt nicht, dass ich überall so viele Schrauben benutzen werde, aber damit ich dann vor Ort einfach nicht rumbohren muss, sondern die Bretter sozusagen auf alle Eventualitäten vorbereitet sind.
Damit sind diese Teile jetzt hier fertig und könnten eigentlich an die Wand geschraubt werden. Es gibt nur noch eine Frage: Wie befestige ich denn jetzt die Kletterwände an diesen Brettern, die an der Wand dran sind? Das Einfachste wäre natürlich einfach mit Holzschrauben vorn durch die Kletterwand durch in diese Leisten zu schrauben. Das ist immerhin 1,8 cm Multiplex und das würde auf jeden Fall halten, zumal ja jede Platte oben und unten fixiert werden kann und das fast über die gesamte Breite. Also diese Leisten sind knapp 1,10 Meter lang. Aber einfach wäre natürlich zu einfach, deswegen werde ich das Ganze anders lösen. Der Nachteil bei Holzschrauben ist unter anderem, dass man die eben nicht so oft rein- und rausschrauben kann. Da könnte man jetzt berechtigterweise fragen, wie oft willst du denn mit der Kletterwand umziehen? Aber das lasse ich jetzt einfach an der Stelle mal nicht gelten, sondern möchte das Ganze auch mit Einschlagmuttern und mit Schrauben mit metrischem Gewinde lösen. Und das heißt, ich muss noch ein paar Löcher mehr bohren und dafür wird es noch schöner, sage ich jetzt mal so. Und jetzt kommen wir endlich zu dem hoffentlich lustigen Teil, nämlich das Einschlagen der Einschlagmuttern. Ich suche mir jetzt jeweils die schönere Seite raus, die kommt nach vorn, die werde ich nur ein bisschen anfassen. Ich hatte da auch mal einen Vorsatz und Aufsatz für den Akkuschrauber, den finde ich aber nicht, das heißt, ich mache das mit der Hand, aber das sind ja wirklich nur zwei, drei Umdrehungen, damit die scharfe Kante so ganz leicht gebrochen ist. Mehr will ich da ja auch gar nicht erreichen. Und dann drehe ich das Ganze rum und kann die Muttern einschlagen. Das ging jetzt wirklich fix, also das Einschlagen hat gefühlt nicht mal eine Minute gedauert. Und ich habe jetzt gerade mal auf der Vorderseite geguckt, ob man jetzt hier irgendwas sieht, ob irgendwas eingerissen ist oder ähnliches. War zwar nicht zu vermuten, aber hätte ja sein können. Aber das sieht alles sehr schick aus, muss bloß noch mal abgewischt werden hier. Ist teilweise ein bisschen dreckig, aber das Ergebnis finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen kann ich das jetzt genauso noch dreimal, nein, noch zweimal machen. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Eine Frage ist jetzt vielleicht noch ein bisschen offen, und zwar diese Leisten kommen ja an die Wand und da sind aber jetzt schon auf der Rückseite, könnt ihr hier sehen, Einschlagmuttern mit der Größe M8, also für M8 Schrauben schon eingeschlagen. Und ich will jetzt auch diese Kletterwand schon vorbohren. Allerdings müsste ich ja dafür genau wissen, wie diese Teile an der Wand sind, also wo genau die Löcher gebohrt sind, denn wenn das 5 mm weiter drüben ist, dann ja, passt das Ganze ja nicht. Also habe ich versucht, mir zu überlegen, wie man das Ganze so machen könnte, dass ich das vorbereiten kann, aber trotzdem dann am Ende alles passt. Und ich glaube, ich habe einen Plan und hoffe, dass das auch funktioniert. Und der Plan besteht darin, dass das jetzt hier die untere Platte, also ganz unten die Platte von der Kletterwand ist und das ist die Unterseite. Das heißt, hier quasi noch 5 cm, dann kommt der Fußboden. Und ja, oder 10 cm, je nachdem. Und da unten kommt jetzt parallel diese Leiste ran. Also die lege ich jetzt erstmal hin, richte die mittig aus und markiere mir die Löcher von den Einschlagmuttern. Und dann bohre ich die Löcher in die Kletterwand rein. Damit ist diese Leiste dann fix sozusagen zu der Kletterwand. Und da sollte dann noch nichts mehr schief gehen. Und dann besteht die Aufgabe drin, was eigentlich der heikelste Punkt an dieser ganzen Sache ist. Diese Leiste muss dann halt wirklich gerade und genau dorthin an die Wand, wo ich es möchte. Und wenn ich das geschafft habe, dann sollte der Rest eigentlich ziemlich einfach sein in meinem Kopf. Und zwar, wenn die untere Leiste dann fest an der Wand dran ist, also an der Mauerwand. Und ich dann daran diese Platte anschraube, dann hat die zwar oben noch keine Führung, noch keine Auflage, aber sie ist ja erstmal in ihrer Lage genau definiert. Und dann kann ich, oder vorher schon, weil das kann ich ja jetzt vorbereiten, kann ich diese Platte an die Kletterwand festschrauben. Das heißt, dieses Brett ist dann mit an der Wand dran, ist aber noch nichts gebohrt. Aber dadurch, dass das Ganze ja hier überlappt,
habe ich den Vorteil, dass jetzt diese Bohrlöcher offen liegen. Das heißt, die kann ich mir markieren, kann schon vorbohren, dann kommt das Ganze wieder weg. Ich kann das Brett wieder an die Wand halten, wo meine Markierungen bzw. meine Bohrungen sind und dann die Bohrungen unten bohren. Und damit habe ich meines Erachtens die genaue Position für dieses Brett. Und dann kann ich das anbohren oder reinschrauben, an die Wand anschrauben und dann sollte das eigentlich exakt passen. Das ist die Theorie. Hier seht ihr jetzt die vier Schrauben, die hier unten die Leiste halten oder eigentlich später wird es ja genau andersrum sein. Das heißt, die Leiste muss einfach gerade an die Wand und dann kann ich hier diese Schrauben reinschrauben. Die sind aktuell noch viel zu lang. Seht ihr hier, die Gewinde schauen raus. Das heißt, ich muss morgen noch kürzere Schrauben kaufen. Aber mein Konzept funktioniert, glaube ich. Wenn die Leiste einmal dran ist, dann kann ich diesen unteren Teil befestigen und daran dann die anderen Teile ausrichten. Und als letzten Arbeitsschritt in der Werkstatt bohre ich jetzt mit dem 35 mm Forstenbohrer noch drei Löcher an die Rückwand. Und das sind Aussparungen, worin Unterlegscheiben und Schraubenköpfe Platz finden werden von den Schrauben, mit denen ich diese vier Leisten an der Wand befestige. Denn die Kletterwand ist ja direkt auf der Leiste drauf und dann wären die Schraubenköpfe im Weg. Und nachdem ich alles in der Werkstatt vorbereitet habe, sind wir nun am Ort des Geschehens. Also an diese Wand hier soll die Kletterwand angebracht werden. Und ja, die Steckdosen, die ihr da seht, die werden von der Kletterwand verdeckt. Jetzt kommt der wichtigste Schritt beim Anbau der Kletterwand. Das untere Brett muss genau in Waage sein, weil sich alle anderen Leisten und im Endeffekt die ganze Kletterwand daran orientiert. Also, wenn es jetzt schief geht, dann ist die ganze Wand schief. Der nächste Schritt ist das Bohren der Löcher in die Wand. Ich habe hier mit einem 5er Bohrer vorgebohrt. Im Altbau ist das ja quasi lebensnotwendig auf jeden Fall zu empfehlen. Aber hier handelt es sich um Ytongsteine und das Vorbohren war vollkommen überflüssig. Deswegen haben wir das dann später auch weggelassen und direkt mit dem 12er Bohrer gebohrt. Und nachdem die Dübel in der Wand sind, kann die Leiste jetzt angeschraubt werden. Und die Wasserwaage gibt grünes Licht. Als nächstes kann jetzt die untere Platte erstmal provisorisch angeschraubt werden, damit wir uns die Bohrlöcher anzeichnen können. Das hatte ich ja in der Werkstatt schon kurz erklärt, aber ja, hier seht ihr jetzt, was ich gemeint habe. Weil die Befestigung im Ytong im Gegensatz zum Altbau sehr gut funktioniert, also jedes Loch passt perfekt und hält auch, haben wir uns jetzt hier für weniger Schrauben entschieden. Das heißt, die zwei dünneren Leisten oben und unten werden jeweils nur mit zwei Schrauben fixiert und die mittleren, etwas breiteren Leisten, die werden mit drei Schrauben befestigt. Und jetzt das gleiche nochmal, eine Etage weiter oben. Die obere Leiste schaut ja jetzt analog zur unteren nicht über den Rand der Kletterwand hinaus. Ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Aber deshalb haben wir hier die Bohrlöcher etwas anders angezeichnet. Zuerst haben wir den oberen Teil der Kletterwand an die Wand gehalten und uns die vier Befestigungslöcher, die eigentlich für die Befestigung an der Leiste gedacht sind, an der Wand markiert. Und dann konnten wir die Kletterwand wieder runternehmen und die Leiste an die Wand halten, genau an die Markierungen, die wir uns gerade gesetzt haben. Und dann haben wir die Bohrlöcher für die Wand markiert. Dann gebohrt, gedübelt, geschraubt und fertig.
Dadurch, dass in den Platten und Leisten alle Bohrungen schon fertig waren und mein Befestigungsplan, nenne ich es mal, tatsächlich aufgegangen ist, ging das wirklich alles sehr, sehr schnell und die Wand ist oder die Kletterwand ist jetzt schon final an der richtigen Wand. Hier seht ihr jetzt nochmal die drei unterschiedlichen Schraubenlängen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und der Grund dafür ist recht banal. Die Griffe sind einfach unterschiedlich stark. Hier zum Beispiel, da ist die Bohrung relativ tief in dem Griff drin und der ist generell nicht so hoch. Das heißt, ich habe hier ungefähr 1 Zentimeter Stärke und der hier dagegen, das ist ein ja, Monstrum sozusagen, der ist richtig dick und da brauche ich natürlich eine viel längere Schraube. Und jetzt können endlich alle Griffe von kletterpute.de an unsere Wand angebracht werden. Dabei handelt es sich um Klettergriffe für Kinder, was im Wesentlichen bedeutet, sie sind relativ einfach zu klettern, also schöne Griffe, an denen man sich gut festhalten kann. Aber daran können natürlich auch problemlos Erwachsene klettern. Vorbereitung ist alles, also werden hier erstmal die Schrauben und die Griffe sortiert und dann entsprechend bestückt bzw. kombiniert. Und jetzt können endlich die Klettergriffe angeschraubt werden. Und durch die Bauweise der Kletterwände kann man die Klettergriffe ja jederzeit von vorn abschrauben und umsetzen. Und ja, das sorgt natürlich dafür, dass man immer neue Routen sozusagen schrauben kann und immer ein bisschen Abwechslung hat, ohne dass man jedes Mal irgendwie größere Umbauten vornehmen muss. Und hier seht ihr nochmal einen kleinen Blick hinter die Kletterwand, die jetzt mit einem Abstand von 1,8 cm vor der Wand hängt. Und bei Bedarf kann man diese drei einzelnen Platten jeweils mit nur 8 Schrauben einfach abschrauben und ja, dann damit wegrennen. So, die Wand ist fast fertig. Es fehlt noch genau ein Griff. Und jetzt, ja, wieder angeschraubt. Und wie vorhin in der Werkstatt schon gezeigt, gibt es jetzt hier noch diese kleinen Plasterabdeckungen und die passen genau in die Löcher rein. Und wenn man jetzt will, kann man also die ganzen freien Schraublöcher jetzt mit diesen Plasterabdeckungen verschließen. So, und jetzt seid ihr quasi live dabei bei der Erstbegehung. Anna, gib alles. Los. So viel zum Thema, die Kletterwand ist für die Kinder. Am Anfang hatte ich etwas Respekt vor diesem Projekt, aber letztlich ging es dann doch recht schnell und es ist nichts schief gegangen, es gab keine Pannen und das Ergebnis sieht echt gut aus. Wenn ihr sowas auch bauen wollt, dann schaut unbedingt bei kletterbude.de rein. Dort gibt es das ganze Zubehör, auch die Einschlagmuttern und die Schrauben, die Griffe natürlich und ja, natürlich noch jede Menge anderes Zeug rund um das Thema Klettern. Also kletterbude.de besuchen und Kletterwand bauen. Los geht's! Ja, und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ich wünsche euch eine schöne Woche bis nächsten Samstag 9:30 Uhr und vielen, vielen Dank an kletterbude.de für die Bereitstellung der Produkte, um diese Kletterwand zu bauen. Und in diesem Sinne, macht's gut, genießt das schöne Wetter. Ciao.